Mose zu geben, den negativen Beweis dafür zu liefern, dass er den ihm vorgeworfenen Stereotypen, Anschuldigungen nicht gerecht werden wird. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich glaube, die Ansprache, die von unserem Pressesprecher und Verantwortlichen für Public Relations, Qasim Ili, gehalten wurde, ist klar und deutlich. Wir haben Pierre Vogel eingeladen, um ihm die Chance zu geben, zu beweisen, dass all das, was in den Schweizer Medien über ihn berichtet wurde, nicht dem entspricht, was Wahrheit ist. Und Sie können sich heute selbst davon überzeugen. Wir laden hier Pierre Vogel herzlich willkommen auf die Bühne ein. Barakallahu fikum. Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Erstmal, liebe Schwestern im Islam, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und auch an alle Gäste von der nicht-muslimischen Seite herzlich willkommen. Das ist ja eigentlich heute eine Informationsveranstaltung. Jetzt ist es schon fast von der Informationsveranstaltung zur Pressekonferenz mutiert. Aber das werde ich nicht zulassen, inshallah. Weil mir geht es eigentlich darum, islamisches Wissen zu verbreiten, weil es, wie gesagt, hier um ein islamisches Seminar geht. Aber natürlich werde ich, bevor ich hier mit meinem eigentlichen Vortrag, in dem es um das Verständnis des islamischen Monotheismus geht, bevor ich damit mit diesem Thema anfange, will ich natürlich an dieser Stelle einige Worte loswerden zu den Vorträgen, die gemacht werden. Und da möchte ich erstmal mit einer Frage anfangen, weil Fragen sind immer Dinge, die uns berühren. Ich würde mal gerne fragen, hier, auch die vor allen Dingen auch die nicht-muslimische Seite, ja, will ich mal fragen, ob es hier Leute gibt, die Angst davor haben, dass zum Beispiel in Europa, sei es in der Schweiz oder in Deutschland oder irgendwo anders, dass da eine Bombe hochgeht. Zum Beispiel ein muslimischer oder sogenannter muslimischer Terroranschlag. Gibt es Leute, die Angst haben davor? Also ich gehöre zum Beispiel dazu. Ich bin zum Beispiel jemand, der Angst davor hätte, dass zum Beispiel so etwas passieren würde. Wie beispielsweise am 7.7., wann war es gewesen? 2004, wenn ich mich nicht irre. Spielt ja auch keine Rolle, das Datum. Das Verbrechen, darum geht es, als in England, in London, diese Bombenanschläge geschehen sind oder beispielsweise davor oder beispielsweise die Anschläge in Madrid oder auch 11. September. Ich gehöre zu den Leuten, die sich Sorgen machen wegen so einer Sache. Weil erstmal, es könnte ja sein, rein vom Gefühl her, könnte es immer sein, dass man selber betroffen ist. Es könnte sein, dass ein Familienangehöriger betroffen ist und so weiter und so fort. Aber auch etwas anderes. Denn ich bin mir ganz sicher, und das sollte sich auch jeder Muslim, der hier sitzt, sollte sich diese Gedanken gemacht haben, dass so eine Tat am meisten den Muslimen selber schaden würde. Am meisten den Muslimen selber schaden würde. Denn heute, sollte das passieren, dann werden an dem Tag dieser Tat viele Menschen weinen und viele Menschen traurig sein. Aber der Tag danach, an diesem Tag, werden nur noch die Muslime die Opfer sein. Und dessen sollte sich jeder Muslim bewusst sein. Warum erwähne ich das? Ich habe das erwähnt,
mit der Frage, ob man sich Sorgen macht, wenn man sich im Herzen, also ich sage, ich würde mir Sorgen machen. Wem geht es hier noch so? Wem geht es hier noch so? Wer würde sich auch Sorgen machen über diese Sachen? Also die meisten Leute, auch von nicht-muslimischer Seite her. Also es haben jetzt so gut wie alle aufgehört. Also jeder würde sich Sorgen machen. Wenn also jeder sagt, dass er sich Sorgen machen muss oder dass er sich Sorgen macht oder dass er hofft, dass so etwas nicht passiert, rein theoretisch es aber passieren könnte, dann muss man sich als Schlussfolgerung muss man sich Gedanken machen, was man dagegen tun kann. Da muss man sich Gedanken machen, was man dagegen tun kann. Und deswegen wollte ich mal hier fragen. Was denkt ihr, und das ist vor allen Dingen für die Nicht-Muslime gerichtet, was denken Sie, kann man dagegen tun, dass jugendliche Muslime, es könnten ja auch theoretisch Nicht-Muslime sein, aber wir reden heute über Muslime. Ja, wir reden heute über Muslime, weil es passiert ist, wie in Madrid, wie in London und so weiter. Zumindest höchstwahrscheinlich. Ja, was kann man dagegen tun? Hat einer eine Idee, was man dagegen tun könnte? Du hast eine Idee? Aufklären, zum Beispiel. Okay, ich will was von Nicht-Muslimen hören. Gibt es da einen Lösungsvorschlag? Zum Beispiel alle Telefone abhören oder so, ja? Aber das ist ja mehr... oder die Straßen beobachten oder Kameras installieren. Aber ich denke mal, das ist wohl eher dann doch etwas unangenehm. Gibt es irgendeine Idee? Nee, ich will von Nicht-Muslimen was hören. Das sind noch Nicht-Muslime. Von der Presse beispielsweise. Vielleicht hat irgendeine Idee. Keine Ideen? Na gut, dann gebe ich Ihnen meinen Lösungsvorschlag. Mein Lösungsvorschlag... Ja, und hätte man sich etwas über meine Person informiert und hätte man sich nicht informieren lassen, sondern sich selber informiert. Weil es ist ein großer Unterschied, ob man sich informieren lässt, beziehungsweise missinformieren lässt, oder ob man sich selber informiert. Das ist ein großer Unterschied. Hätte man sich informiert, dann hätte man gesehen, dass es in ganz Europa keinen Muslim gibt, der so gegen den islamischen Terrorismus gekämpft hat, wie die Person, die heute hier vor Ihnen sitzt und die hier vor 2 Monaten als Hassprediger betitelt wurde. Dann hätte man das rausgefunden. Denn hätten Sie beispielsweise mal gesehen, was in der Frankfurter Allgemeinen steht und hätten Sie beispielsweise bei dem Verfassungsschutz in Deutschland gefragt, dann hätten Sie gesehen, dass gerade von diesen Gruppen, die Terrorismus im Namen des Islams propagieren, dass von diesen Gruppen 14 Morddrohungen gegen mich gibt. Diese Morddrohungen sind nicht nur für mich, die sind auch für Sie, weil ich Sie retten wollte. So. Und deswegen sage ich ganz klar, die Presse hat eine große Verantwortung. Die Presse hat eine große Verantwortung, weil sie Meinungsmache, weil sie für die Meinungsmache verantwortlich ist. Und es kann nicht sein, dass irgendwelche rechtsradikalen Grüppchen im Internet ein ganzes Land in Angst und Schrecken versetzen, weil die Medien daran interessiert sind, irgendwelche tragischen Ereignisse oder Stereotypen oder Vorurteile über ihre Plattform zu verbreiten. Und das ist ein ganz klarer Fall. Wir sind Leute, die sich immer, immer wieder gegen Terrorismus ausgesprochen haben. Und nicht nur rein mit Lippenbekenntnis, sondern sondern indem wir unser eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben und aufs Spiel setzen. Und das muss mal hier betont werden. Aber ich habe sowieso nicht viele Hoffnungen, aber ich lasse mich gerne überraschen, ob die Medien in der Schweiz auch doch noch etwas Moral haben. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Genauso die Migrationsbehörde, die ich schon vor 3 Monaten dazu aufgerufen habe, sich persönlich bei mir zu entschuldigen für den Unsinn, den sie über mich erzählt haben. Was war damals die Begründung, warum ich nicht reinkommen durfte in die Schweiz? Die Begründung war gewesen, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder wie auch immer es formuliert wurde.
Hätte man sich mal in Deutschland genau informiert, und ich bin keine Person, die den Mund zumacht und dann sagt, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ich entschuldige mich, dass ich nicht eingeladen wurde, sondern ich sage ganz klar in Deutsch, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Wir haben in Deutschland Kundgebung dieser Art. Ich weiß nicht genau, wie oft. Auf jeden Fall, ich sag mal, 10 bis 12 Mal Kundgebung durchgeführt. Und da kam es auch nicht nur ein einziges Mal zu der kleinsten Ausschreitung. Im Gegenteil, da sind deutsche, ältere Herrschaften vorbeigegangen, die geweint haben vor Freude. Wie beispielsweise in Dresden. Das kann man alles auf der Internetseite nachgucken. Aber zur selben Zeit sehen wir es auch als Verbrechen an, Dinge zu verschweigen, die Ungerechtigkeiten gegen uns darstellen. Wir sind bereit zur Selbstkritik. Wir sind bereit, Muslime anzuprangern, Brüder in unserem Glauben, die falsche Dinge machen. Wie beispielsweise in Bonn die Kundgebung, wo wir ganz klar die Jugendgewalt unter jugendlichen Muslimen angeprangert haben. Und zwar mit den schärfsten Worten. Wir sind bereit dazu. Wir sind auch bereit, eigene Fehler, persönliche Fehler, individuelle Fehler einzugestehen. Wir sind auch bereit, die Terroristen an den Pranger zu stellen. Weil die meisten Opfer von Terroristen, von sogenannten muslimischen Terroristen, sind nicht Muslime, sondern sind Muslime selber. Das wollte ich hier mal kurz betonen, das ist auch eigentlich allgemein bekannt. Und das ist mit keiner Religion zu vereinbaren. Und Terrorismus hat keine Religion. Und das sind Worte, die ich schon dutzendfach gesagt habe. Dutzendfach. Dann brauchte ich nur auf der Plattform, auf der YouTube-Internetplattform umzugucken. Und man braucht dort nur mal zu gucken, was gerade diese Leute, die den Terror propagieren, über Personen wie mich sagen. Dann weiß man Bescheid. Die Frage ist nur, ob man die Wahrheit wissen will. Und deswegen appelliere ich hier erst an mich, immer die Wahrheit vertreten zu wollen und dann noch an die Medien, die heute hier sind, dass sie eine Verantwortung haben. Denn es kann nicht sein, dass man vor einer einzelnen Person, die nicht vorbestraft ist, die nicht irgendwie durch, die als deren Lehre, eine Person, deren Lehren nicht als gewaltorientiert gelten, beim deutschen Verfassungsschutz, das ist ganz einfach herauszufinden. Ja, es wird gesprochen von Radikalisierung, muss ich dazu sagen. Aber was ist Radikalisierung? Dieses Wort ist sehr breit. Radikalisierung ist heutzutage jemand, der einen Bart trägt, das ist schon radikal. Was ist radikal? Oh, du praktizierst das aber radikal. Der eine ist ein radikaler Tänzer, der andere ist ein radikaler Bodybuilder, der andere ist ein radikaler. Das Wort radikal sagt für uns nichts aus. Sondern was für uns was aussagt, ist gewaltorientiert. Und unsere Lehre ist ganz sicherlich nicht gewaltorientiert. Und wenn die Medien in der Schweiz sich die Mühe gemacht hätten, damals im Dezember, das rauszufinden, ja, dann hätten sie das auch rausgefunden. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich bin mal gespannt, was heute in den Medien berichtet wird. Eins ist Fakt, das, was über mich erzählt wurde, ist eine Frechheit. Von Hassprediger und dergleichen zu reden, ist eine Frechheit, ist eine Unverschämtheit. Und in Deutschland hätten die Medien sich das nicht erlauben können. Deswegen, ich bin gespannt, ich appelliere an die Moral und ich appelliere auch an die Verantwortung, die die Medien hier in der Schweiz haben, allen Sachen genau auf den Grund zu gehen. Und das ist der Punkt. Dann wollte ich noch etwas sagen zu diesem Treffen hier. Dieses Treffen ist eigentlich ein Treffen, und das gilt auch jetzt an die Muslime, diese Worte, weil das war eben eher ein Appell an die Medien. Ja, und ich bin mal gespannt, wie gesagt, ich lasse mich gerne positiv überraschen. Dieses Treffen ist dazu da, um Wissen von der Religion zu erfahren. Und der Verantwortliche von dieser Stadt hier, in Deutschland würde man Bürgermeister nennen, wie nennt man das nochmal hier in der Schweiz? Ja. Der wusste nichts davon, dass wir heute kommen, wie der Pressesprecher vom Zentralrat das eben schon erwähnt hat. Ja, und er war natürlich auch geschockt, weil er vorher so viel gehört hat und so viel Schlechtes über uns erzählt wurde. Und er hat sich gestern einige Vorträge angeguckt und man soll sich wirklich was schämen. Ich sage vor allen Dingen der Zeitung Blick vorne ran, die sollen sich gefälligst was schämen, sollen die sich.